Weiter geht die Party. Die Party geht weiter. Bei Let's Play Dark Crusade. Hier fährt bereits ein heftiges orbitales Bombardement auf den Feind nieder. Die Elders sind dabei zu sterben. Wunderschön. Wunderprächtig. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Prachtvoll. Wir erwarten ihre Befehle. Verehrt den unsterblichen. Weiter geht's. Wir sind hier fleißig dabei, Kunde, alles zu zerstören. Nettes Hobby für mich. Die Elders sind äußerst hartnäckig, sobald man hier in ihre Hauptbasis angekommen ist. Durch Disziplin werden wir obsiegen. Obsiegen ist auch so ein cooles altes Wort. Das in einer deutschen Überarbeit sicher hat schon mindestens seine zwei. Tja. Au. Das verflucht Nilum Zarpanzer überall. Ich kann den Feind spielen. Verständlich, dass man orbitales Problem nur noch etwas Zeit benötigt. Aber es ist ja erst gerade eingesetzt und das Ding steht immer noch und das wollte ich weghaben, aber. Oh. Egal. Mein Skriptor ist bald tot. Nicht nur ein Skriptor, das ist sogar mein Lord-Skriptor. Also mit STH. Ja, ist beschissen, weil ich den nicht bauen kann. Kann ich nur als Ehrengarde vorne außen auf der Karte rekrutieren. So, das geklärt ist, kann ich ja dann auch gleich einmal... Zack. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch dauern wird. Gibt es nicht. Es gibt nur doch einmal eine kurze Rast muss ich einlegen. Da der Kampf dort irrsinnig schlimm Auer machen wird. Apothekarius bereit! Apothekarius bereit. Man sollte das echt nicht unterschätzen. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators in Erinnerung behalten. Die Gefallenen, ja? Mhm. Da seht ihr mal, worauf es ankommt. Habt ihr noch länger Lust auf diese verfluchten Hilder? Ich nicht. Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Frau. Ah, verdammt. Ja, aber mein Skript bald beim Verrecken ist. Deshalb muss ich ihn wenigstens heilen. Oder zumindest mal halb heilen. Ein Skript, das jetzt hierher. Also einen Skript, sage ich schon, einen Apothekaris. Einen Apotheker. Ja, das ist ja kein Krieg ohne Apotheker. Hier wäre auch noch dieser eine Typ da, dieser Ordenspriester, äußerst amüsant, äußerst cool, äußerst schön, äußerst cool. Dann endlich zerstören wir diese Elder. Oh, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe. Ich könnte jetzt schon riechen, den Sieg. Und noch diese kleine Basis hier steht zwischen mir und meinem großen Triumph. Tja. Lecker. Super. Wir rüsten uns. Bereiten uns vor. Alle zu verlieren. Alle zu verlieren, ja. Alle werden sterben. Sonst haben sie nicht gekämpft. Ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Den Ordenspriester warte ich jetzt noch und dann greifen wir an. Der kann gleich hier reinstürmen. Das passt schon. Nein. Und den anderen Kontrollpunkt da, also den anderen Sammelpunkt da, dorthin. So heißt es auf Standarddeutsch. Wunderschönes Standarddeutsch sprechen wir hier. Wie wir es in der Schule alle gelernt haben. Ja. Ich kann natürlich auch auf Tirolerisch reden, aber... So auf Normal-Tirolerisch, aber... Na... Dort liegt dann die Lehrkurve nicht mehr so ganz. Bep, bep, bep. Magical.
weiße Landräder ist auch fertig. Das ist der perfekte Rambock. Einfach auf den Stapelstall und voll durch die Fronttür rein. Das funktioniert im Grunde fast immer. Also, besonders in dieser Mission, wäre das äußerst zu definitiv zu empfehlen, wenn ich meinen alten Spruch wieder einsetzen darf. Meinen retro-klassischen Superspruch. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Mein Gott, wie ist auch die Sprache eigentlich auch verändert? In kürzester Zeit aber. Vor einem halben Jahr hat noch jeder cool gesagt, oder vor 20 Jahren hat jeder gesagt. Und das noch, ja, das ist voll Hammer, oder das ist voll stark, und das ist dann voll altmodisch nachher wieder, dass man das sagt. Und das sagt doch heute überhaupt keiner mehr, oder das ist voll mächtig. Das sagt jetzt heute auch keiner mehr, einen Monat später. Nicht schon 1000 Jahre veraltet, das ist zwar nur einen Monat später, aber egal. So, trojanisches Pferd, oder? Nein. Das sollte ich auch ganz groß bleiben, trojanischem Pferd. Man sollte dieser Land Raider wirklich die Frontspitze berühren. Zack. Zack. Und rein da. Da ist auch noch ein Avatar, den ich beinahe übersehen hätte. Rein da. Tja. Hier bin ich gerade schon fleißig beim Verlustieren. Im Grunde bin ich nicht direkt wegen diesem verfluchten Avatar hier. Direkt bin ich wegen diesem Kasernenblock hier. Ich nehme die Herausforderung an. Für Terra! Ich bin so nicht so eine Künstlerin, die so heißt. Ohne Werbung zu machen, oder? Ich werde ihren Verstand vernichten. Da die Kasernen dann alle vernichtet sind, wird auch der Avatar bald zugrunde gerichtet werden. Tja. Cool. Naja. Gut, dass mir Verluste relativ egal sind heute. Ich habe keinen guten Tag, wisst ihr. Und Ehre. Niemand kann sich aus dem Psionika. Tja, der Avatar räumt ziemlich auf in meiner Streitbar. In meinen Reihen. Doch, das war's. Nun ist er tot. Bitte, lass das sein, Kron 2010. Mein Sturmterminator ist gestorben. Deshalb bekomme ich einen neuen geschenkt. Soll den noch zerstören? Ich bin bereit. Hey, der hat überlebt. Geil. Die zwei Spacemen, also die drei Spacemen sind auch überlebt. Toll. Besser als erwartet. Und zwar um einiges besser als erwartet. Ich dachte, die verlieren alle. So. Okay, das ist gut gegangen. Ja, das war schön. Da habt ihr was lernen können, Kinder. Einfach mit dem Kopf durch die Wand. So macht man das heutzutage. Tja. Ich finde das voll assi, dass der seine eigene Reliquie hat. Er hat sogar zwei. Die hat er ja auch. Geist. So. Über Materie. War das ziemlich jetzt alles gewesen? Durch Disziplin werden wir obsiegen. Habt ihr Zweifel an euren Zielen? Meine Lobeshymnen, da hinten ist sogar noch irgendetwas. Jawohl. Da es nicht geplant ist, was ich da mache, sollte ich, also muss ich alles zerstören. Sonst bringt es nicht wirklich viel. So sieht es aus. Wir sind auf dieser Welt gefangen. Der Avatar.
Mauer des Kain ist gefallen. Geht ihr alle. Sucht euch in der Wildnis dieser Welt eine Zuflucht. Die Flucht ist noch möglich, Runenprophetin. Ich verdiene diesen Titel nicht, Harrikin. Meine Vision hat uns alle scheitern lassen. Mein Schicksal ist hier und ich darf nicht vor ihm flüchten. Waren auf Tartarus und Rahis Paradies auf die Betrügereien der Eldar hereingefallen und das war nicht lange her. In Tyria rächten sie ihre gefallenen Brüder mit Alienblut. Indem sie das Warp-Portal der Eldar-Runenprophetin Taldea versiegelten, verhinderten sie ihre mögliche Flucht. Was folgte, war eine sorgfältige Jagd auf jeden einzelnen Alien in Tyria, die mit dem Tod von Taldea selbst endete. Die Skriptoren des Ordens verbrachten ihrerseits viel Zeit mit der Nachbereitung der Schlacht und untersuchten die Überreste des furchterregenden Dämonen, der von den Eldar gerufen worden war. Dieser sogenannte Avatar des Kain, die wilde Inkarnation eines blasphemischen Aliengottes, zerfiel am Höhepunkt der Schlacht zu träger Materie. Epistolarius Antaeas, der Lordskriptor auf Kronos, stellte sicher, dass jedes einzelne Teil eingesammelt, katalogisiert und ans Librarium des Ordens geschickt wurde. In späteren Jahren sollte dies den Blood Ravens nicht wenig Ärger bereiten. Tja, ja. Merken. Erinnerung an Tartarus, wunderschön. 5000 Kills, das war klar. Damit haben wir alles. Wir haben alles. Alles. Er ist vollständig. Tja, ein wunderschöner Erfolg. Und damit sage ich, was ist mit dieser Fahne los? In der nächsten Runde werden wir dann hier etwas durchbrennen. Die Orks zerreißen und das Chaos dann zerstören. Und dann haben wir es schon geschafft. Dann ist der Kronos ja schon bald zu Ende. Und damit sage ich, geht ein wunderschöner Tag hier in Tirol und auch hier auf Kronos zu Ende. Und ich sage, bis zur nächsten Folge von Let's Play Dawn of War Dark Crusade. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin, tschüss!